Genau, das war jetzt ein TikTok. Hier, das hat über 100.000 Likes, das hat über 100.000 Likes, das hat über 100.000 Likes. Steh nicht so auf dieses Rumgeschleime, so wie es viele andere Leute auf Social Media machen. Ganz ehrlich, wer wirklich Vegan-Gegner ist, spricht nicht gerade von Intelligenz. Aber ich krieg dann schon ein Bild mit dir für meinen Insta-Feed, oder? Ja. Super. Das ist Jasmin Haider. Sie ist 21, lebt in Regensburg und ist Krankenschwester an der operativen Intensivstation. Und der da in der Ecke steht, das bin ich, Leon, Journalist Mitte 20. Ich schaue so spaßig, weil ich zum ersten Mal bei einem Dreh für die Social-Media-App TikTok mit dabei bin. Ein Fehler bei ihrer Arbeit im Krankenhaus entscheidet über Leben und Tod, sagt sie. Aber Jasmin hat noch einen Nebenjob. Sie ist Influencerin. Addiert man die Abonnentenzahl ihrer Kanäle auf TikTok und Instagram zusammen, kommt sie auf rund 180.000 Follower. Tag für Tag teilt sie mit ihnen ihr Leben. Ich kann euch jetzt ein paar Tricks zeigen. Es ist gerade sowieso ein Kameramann mit hier. Stimmt's, Christian? Ja. Genau, und ich zeige euch jetzt mal ein paar Tricks. Wenn ich Platz habe und ihn nicht umhau, ich hau dich da um. Pole Dance ist ein Kraftausdauersport, der es aus verruchten Nachtclubs längst in die Wohnzimmer geschafft hat. Ein Fitnesstrend. Das ist jetzt nicht so aufwendig, aber ich habe das Mikro in der Tasche. Wenn ich mich kopfüber dranhänge, fällt das Mikro raus, oder? Nö. Sag mal, wie du das jetzt machst mit dem TikTok-Video. Du hast es jetzt aufgenommen? Ihre Social-Media-Kanäle tragen den Titel Endlich zufrieden. Ursprünglich ging es ihr mit dem Namen darum abzunehmen, um dadurch endlich zufriedener mit sich zu sein. Dann habe sie gemerkt, dass man nicht unbedingt zufriedener ist, nur wenn man schlank ist. Nee, das werde ich jetzt speichern, weil jetzt eine schlechte TikTok-Zeit ist. Und spätestens seitdem läuft es auch auf Social Media. Weil die Leute jetzt in der Schule sitzen. Ja, jetzt haben die keine Zeit für sowas. Schau, ich kann zum Beispiel mal meine Aufrufe zeigen. Wenn ich hier bei Ersteller reingehe, kann ich in die Analyse gehen. Und dann steht hier Videoaufrufe über 5 Millionen in einer Woche. Kannst du dich an dein erstes Video jetzt wie bei mir erinnern, mit halt hier erstmal 0 aufrufen, dann 230? Nee, oder mein so. Erstes Video ist nämlich auch gleich ziemlich viral gegangen. Da hatte ich Glück. Was war das? Ach, das haben sie mir leider gesperrt, das kann ich nicht mehr zeigen. Das war zu so einem Trend, zu so einem Song. Dieses Spin wieder da, ohne BH. das haben sie mir gesperrt, weil ich ein bisschen Ausschnitt dran hatte. Okay, also wegen Sexualisierung. Ja, das ist aber auch ein ganz großes Problem bei Social Media. Das ist ja auch das, was quasi kritisiert wird. Männer dürfen sich oben ohne natürlich zeigen und Frauen halt nicht. Und Frauen dürfen sich nicht mal mit Ausschnitt zeigen und werden zensiert. Aber wenn man jetzt deine Timeline so durchschaut, da ist ja fast immer ein gewisser Ausschnitt da. Ja, Insta ist da nicht so krass. Also Insta zensiert und sperrt auch manches, das ist aber auch in der Kritik. Weil der Algorithmus, der unterscheidet auch zwischen schlank und nicht so schlank. Da gab es auch schon neulich erst wieder so einen Fall, da hat eine Schlanke genau dasselbe Video gemacht wie eine, die halt ein bisschen kräftiger ist. Und die Kräftigere haben sie sofort gesperrt und die andere halt nicht. Ich meine, ich bin selber nicht gerade schlank und ich vermittle halt den Frauen da draußen, dass sie nicht schlank sein müssen, um zufrieden zu sein. Was war denn zum Beispiel so das erfolgreichste Video? Das kann man hier sehen, das erfolgreichste. Das da zum Beispiel hat fast 500.000 Likes. Okay, erzähl mal was drüber. Erkläre ich halt, da sagt mir jemand, dass Pole ist nicht für jede Gewichtsklasse gemacht ist zum Beispiel. Und da antworte ich halt drauf, dass es Schwachsinn ist. Ja, sowas mache ich halt. Genau, das sieht man dann immer die erfolgreichsten Videos. Hier, das hat über 100.000 Likes, das hat über 100.000 Likes, das hat über 100.000 Likes. Ja. Wie viel Zeit steckst du in so ein Video? Auch gar nicht so viel, das dauert nicht lang. So ein Video, wo ich rede einfach, das dauert eine Minute. Neben Body Positivity postet Jasmin vor allem zu den Themen Tierrechte und Veganismus. Den Slogan Go Vegan hat sie sich in den Arm stechen lassen. Ich treffe sie morgens in der Regensburger Altstadt. Wir sind dort zum Kippensammeln verabredet. Jo, also ich habe als Referenzmenge mal so einen Tomaten-Sugo dabei. Mal schauen, wie viel wir davon füllen. Am Halbplatz warst du schon mal sammeln, oder? Ich war bei den Arkaden da beim Cinemax, da liegen also Tausende rum. Okay. Das sind noch fauler als hier die Leute. Altstadt.
Zigarettenreste sind ein Umweltproblem, weil sie Schadstoffe wie Nikotin, Teer und Arsen enthalten. Sieht aber relativ frisch aus, ja? Ich war gestern erst aus dem Nachtdienst rausgekommen und trotzdem sammle ich hier mit dir Zigaretten. Super. Das ist auch die Überschrift, die kippensammelnde Krankenschwester. Ja, genau, das ist eine gute Überschrift. Kriegst du manchmal dann auch den Vorwurf, dass du, hey, die post ja da nur rum? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, da kommen sie sich selber blöd vor, die Leute. Ich meine, die Intention ist egal, warum man was macht. Hauptsache, man macht. Ich meine, mir liegen vor allem die Tiere am Herzen, aber die Umwelt ist halt auch so neben denen. Wie gesagt, Tiere werden auch dadurch geschädigt. Ich bin ja Tierrechtsaktivist und da muss man auch mal aktiv sein. Ich mache das ja auch beruflich, ne, mit Social Media. Ja, würdest du das so bezeichnen? Ja, klar, das ist ein Job. Kann man halt schon wieder sammeln. Ich könnte mir vorstellen, dass da gerade jetzt in heutigen Tagen mit dem Begriff Cancel Culture, also ja, du akzeptierst keine anderen Meinungen, also Leute, die dann keine Veganerinnen oder Veganer sind. Weil die Leute einfach nicht checken, wo der Unterschied zwischen Meinung und Fakten ist. Wenn ich sage, Fleisch essen ist Tierquälerei, ist es ein Fakt und keine Meinung, weil die Tiere werden nicht totgestreichelt. Jetzt sind wir ja hier in Regensburg, ne? Da vorne, hinter der steinernen Brücke. Kannst du da die Leute verstehen, die sich da quasi eine Bratwurst, Semmel holen? Nee, also ich verstehe es nicht. Ich würde nie wieder für irgendein totes Tier zahlen oder für das Leid von dem Tier. Das ist so richtig. Eine Handvoll, toll. Alles auf einen Schwung. Das muss ich nur noch treffen. Einigermaßen. Ich will nur ein Foto für Insta, bevor wir es wegschmeißen, ja? Ja? Kannst du mal halten? Ja. Mit Selfie-Modus oder wie geht das? Nö, das muss doch der Christian von uns machen, oder? Ah ja. Wow. Entschuldigung, wir haben so Kippen gesammelt, können wir die bei Ihnen entsorgen? Fachgerecht. Rein damit. Einfach reinschmeißen, oder? Okay. Wunderbar. Rein damit. Wie ist das für Sie mit den Kippen am Boden in den Rillen? Ja, das ist beschissen. Mhm. Die Kopfsteinpflaster nichts mehr raus. Ne? Das kann man richtig auskuppeln, so. Ne? Da kann man es kehren, aber dann ist es die Kopfsteinpflaster raus. Die Spalten und mit dem Besen raus. Hier Tomatensuppe, jetzt ist er wieder leer. Vielen Dank, gell? Dankeschön. Bisschen was haben wir gemacht, aber das ist endlos. Ah, schau mal, das ist ja perfekt. Oder was sagst du? Und das postest du jetzt in dem Moment und es geht gleich live. Schreibe ich dazu, was wir heute gefilmt haben, zeige ich euch abends. Also du denkst da schon dann so über den Tag hinweg? Ja, ein bisschen. Wie so eine Programmzeitschrift nur. Das ist das Business. Schau, das schöne Bild stelle ich dann heute Abend online. Pro Post auf Instagram verdient Jasmin um die 400 Euro. Das ist eine einfache Rechnung, sagt sie. Pro 10.000 Abonnenten könne man um die 100 Euro verlangen. Dabei schreiben sich Firmen an und fragen, ob sie Lust auf eine Zusammenarbeit habe. Finanziell ist sie nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber es ist schon irgendwie Kalkül von denen, dass sie wissen, ja, wir schicken ja die Hose, aber die wird sie jetzt nicht nur in den Werbeposts anhaben, sondern auch im privaten Umfeld, wo dann auch Fotos entstehen, die dann auch mit deinen Followern, sei es jetzt mit den 130.000 auf TikTok oder auf Instagram geteilt werden. Ja, genau. Ich meine, alles, was wir machen, ist Werbung. Wenn du jetzt mit dem Adidas-Pulli oder so rumrennst, machst du Werbung für Adidas, nur dass du kein Geld dafür kriegst. Also du hast diese Instagram-Geschichte nicht unbedingt nötig. Nee. Krankenschwestern verdienen ja gar nicht schlecht, aber das... Für das, was sie halt arbeiten, ist es halt zu wenig. Für das, was wir leisten. Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, das noch erfolgreicher wird mit Instagram, dass du weiter reduzierst die Krankenschwestertätigkeit? Ich bin ab Januar nur noch 25 Stunden im Krankenhaus. Wegen des Erfolgs von Social Media? Ja. Okay. Weil, Jasmin, man redet ja immer, gerade jetzt in der Krise, von systemrelevanten Berufen. Also ich sehe da gar keinen Konflikt, weil im Grunde muss man ja schon auf sich selber schauen. Das ist ja, also jeder schaut in erster Linie auf sich selber. Und mir persönlich ist es halt einfach sehr wichtig, für Tierrechte zu kämpfen. Und es ist mir wichtiger, als in der Pflege zu arbeiten. Ich meine, die Pflege macht mir Spaß, ist ein toller Beruf. Aber für mich, also in mir brennt halt was anderes. Und das ist der Tierschutz. Wie viele Follower bräuchtest du denn auf Instagram, dass du diese OP-Maske an den Nagel hängen kannst? Das könnte ich jetzt eigentlich schon. Aber mache ich halt nicht, weil es mir schon Spaß macht im Krankenhaus.
Also hier schreibt eine Abonnentin: Hey Jasmin, ich folge dir schon lange auf TikTok und hier auf Insta, wollte mich nur von Herzen bei dir bedanken. Durch deine Beiträge bin ich sehr viel selbstbewusster geworden und weiß, dass jeder Körper wunderschön ist auf seine Art. Ich danke dir einfach. Zeig mal. Das ist jetzt von Michelle XXE. Und der antwortest du dann in so einem Fall auch so? Ja, natürlich. Bei der bedanke ich mich für ihre liebe Nachricht. Und trotzdem ziehst du ja auch einen Vorteil aus solchen Nachrichten. Welchen Vorteil? Also, dass du natürlich gezielt solche Leute bewusst empowerst, sozusagen, bringt dir ja auch monetären Erfolg. Ja, klar. Das ist halt Bestätigung, dass viele Leute es halt toll finden, was man macht. Ich meine, im Grunde ist es mir egal, was andere Leute davon halten, aber trotzdem ist es halt schön, positives Feedback zu erhalten. Ich weiß nicht, also ich könnte das irgendwie nicht mein ganzes Leben teilen. Hier bei der MZ kann ich sagen, ich mache jetzt meinen Job als Journalist und wenn ich dann rausgehe, dann bin ich einfach nur an der Donau spazieren. Aber bei ihr ist es so, sie macht dann gleich ein Video draus und teilt es mit ihren Followern und es funktioniert. Wie ist es bei euch? Könntet ihr sowas? Könntet ihr wirklich diese Trennung komplett aufgeben aus Privatleben auf der einen Seite und diesem Beruf Social Media? Schreibt es mal in die Kommentare. Ab jetzt gibt es auf diesem Kanal alle 14 Tage, immer mittwochs, ein neues Video. Bei Überpfalz geht es um die Begleitung von Menschen, die irgendwie anders sind als die meisten. Die auf den ersten Blick vielleicht nicht hineinpassen in ein stereotypes Bild von Ostbayern, auf den zweiten aber umso interessanter sind. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zum Format, schreibt uns gerne. Abonniert außerdem den Kanal, um kein Video zu verpassen. In der zweiten Folge Überpfalz geht es um Benny. Benny kommt aus Eigelsberg bei Oberviechtach. Das ist ein Ort mit 100 Einwohnern. Und obwohl er dort anders ist als alle anderen, will er nicht weg. Warum? Was stimmt eigentlich nicht mit meinem Vorurteil, dass Andersartigkeit auf dem Land nicht akzeptiert wird?